Yo Leute, was geht ab? Willkommen zur zweiten Folge meines neuen Formats Manga Buch Club. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, es geht darum, dass ich mir immer einen meiner Homies aussuche, meiner Animanga Creator Homies, und wir suchen uns ein Werk, das wir quasi beide noch nicht kennen und zusammen parallel lesen. Wir vloggen dann unsere Erfahrungen, sagen im Vorfeld, was wir uns so ein bisschen erhoffen, und dann am Ende gibt's eine Conclusion, wo wir beide uns zusammensetzen, reden und dann sagen, was unsere Eindrücke waren und wie wir den Manga fanden. Mein heutiger Gast ist niemand geringeres als einer meiner besten Animanga Homies und generell auch Homies überhaupt inzwischen geworden. Worden durch die ganze Zeit. Lazar, stell dich doch mal kurz selbst vor. Hallo Leute, ich bin Lazar. Einige von euch kennen mich bestimmt von TikTok. Ich bin der Typ, der nie die Klappe wegen Magi halten kann und sagt, lies es endlich. Du bringst auch Oro. Okay, falscher Zeitpunkt. Jedenfalls hat mich Oro gefragt, ob ich bei seinem Manga-Buchclub mitmachen möchte. Und als er mir vom Konzept erzählt hat, fand ich das mega nice. Ich dachte, das ist ein Format, was wirklich Mehrwert bietet, und die Gelegenheit, da mitzuwirken, ergreife ich gerne, deswegen bin ich hier. Ich freue mich mega, dass er mit mir hier quasi sein YouTube-Debüt fast schon feiert, in einem richtig coolen Video. Und wir lesen heute zusammen Die Stadt und das Mädchen von Jiro Taniguchi. Ich habe ja schon bei der ersten Folge mit Yan Wei gesagt, hey Taniguchi, da digge ich gerade rein. Und dann habe ich noch Gipfel der Götter gelesen, habe mit ihm Tomoji gelesen. Und es gibt halt einiges von Taniguchi, das ich noch lesen möchte, zum Beispiel Ice Age Chronicle of the Earth. Ich habe jetzt noch einige Sachen am Start, Icarus beispielsweise. Und deswegen hat für Lazar und mich eigentlich Sinn ergeben, Taniguchi zu lesen, weil er auch schon ein paar Titel kannte und mehr von dem Mangaka wissen wollte. Es ist ein One-Shot und ich wollte es auch unbedingt. Und ich erwarte eigentlich einfach nur hier eine Story über ein Mädchen, das ein bisschen in der Großstadt chillt, vielleicht ein bisschen so diepe Sachen, die merkt, hey, die Stadt ist irgendwie weird, aber die dann so zu sich selbst findet, vielleicht in einem Teenager-Alter ist und ich weiß nicht, aber auf jeden Fall erwarte ich Philosophie. Deepness. Und das ist genau das, was ich mir von dem Manga hoffe. Aber wie sieht's bei dir aus, Lazar? Oro war so nett und hat mir eine Auswahl gegeben von Werken, die er gerne vorstellen möchte. Und die Wahl fiel recht einfach, da wir beide, wie ich feststellen durfte, große Fans von Jiro Taniguchi sind. Daher geht es heute um Die Stadt und das Mädchen. Zugegeben, ich habe nicht viel Erfahrung mit Jiro Taniguchi. Ich habe nur wenige seiner Werke gelesen, aber die ich gelesen habe, gefielen mir sehr gut. Ich habe sie euch mal rausgeholt. Das wäre zum einen Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß und Der Gourmet und Der vertraute Fremde. Das Buch habe ich jetzt nicht da. Deswegen bin ich aber umso gespannter, wie dieses Buch hier wird. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Okay, super. Dann lesen wir euch noch kurz vor, worum es geht, bevor wir dann zu unseren Blogaufnahmen kommen. Und danach gibt es dann die Conclusion, wie wir den Manga fanden. Und ich hoffe, du hast vielleicht sogar parallel mit uns mitgelesen oder kennst den Manga schon. Das wäre natürlich super cool, um das Video zu experiencen. Aber legen wir mal los. Als die 14-jährige Megumi eines Tages nach der Schule nicht nach Haus kommt, wendet sich ihre alleinerziehende Mutter an Shiga, den besten Freund und Bergkameraden ihres verstorbenen Mannes. Shiga verlässt sofort seine Hütte im Hochgebirge und fährt nach Tokio, um das Mädchen im Dschungel der Großstadt zu suchen. Okay, das klingt gar nicht mal so nach Philosophie. Mädchen, das in der Stadt lebt und vielleicht erkennt, Land ist cooler, sondern eher so nach einer Verfolgungsjagd oder so. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was Lazar dazu sagt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in unsere Experience und starten mit unseren Vlog-Aufnahmen und sehen uns dann am Ende bei der Conclusion. Also, ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen und wir haben das Mädchen schon einmal kennengelernt, die Stadt allerdings noch nicht, denn wir sind in den Bergen. Das Mädchen ist mit dem besten Freund ihres verstorbenen Vaters, der versprochen hatte, auf sie Acht zu geben, nachdem ihr Vater in den Bergen verunglückt ist. Bergsteigen. Dazu haben wir auch eine kleine Backstory bekommen, die mich auch tatsächlich sehr berührt hat. Und der Plottwist am Ende des Kapitels ist, das Mädchen ist verschwunden. Hätte ich gar nicht gedacht. Das wird wohl ein Mystery-Thriller-Manga. Voll cool. Muss gestehen, ich habe auch nie den Klappentext gelesen. Vielleicht mache ich das mal. Als die 14-jährige Megumi eines Tages nach der Schule nicht nach Hause kommt. Okay, das hätte viel aufgeklärt. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was? Yo, Goons hat mich gerade hier auf locker neben Mickey Maus und seinen anderen Mickey Mouse Goons ins Bett gechillt und fange jetzt an zu lesen. Und das erste, was ich sehe, ist direkt wieder mal Classic Taniguchi. Unfassbar schönes Coloring. Und der erinnert mich sehr stark an den Protagonisten Habu aus Gipfel der Götter. Ja, wir haben wieder Bergsteiger-Elemente. Wir sehen uns nach Kapitel 1. Okay, ich habe hier eine Avocado. Es kommen immer mehr Plüschtiere dazu und ich bin jetzt mit dem ersten Kapitel durch und es ist ein Intro, ich kann auch gar nichts dazu sagen. Ich finde es krass, wie viel es um Bergsteigen geht. Also Taniguchi scheint Bergsteigen wirklich zu lieben. Gipfel der Götter jetzt hier. Wir erfahren im Prinzip einfach nur, dass der beste Freund des Vaters des Mädchens, Megumi heißt sie,
quasi von ihm die Aufgabe gekriegt hat, sich um die Familie zu kümmern, weil er beim Bergsteigen anscheinend verstorben ist und jetzt muss man, es kann überall hingehen. Das Mädchen scheint ein bisschen rebellisch zu sein, so. Mal schauen. Wir sehen uns ungefähr in der Hälfte wieder, Leute. Okay, ich habe jetzt die ersten 6 Kapitel gelesen. Das ist ungefähr die Hälfte des Buches. Und ich muss sagen, es nimmt zum Teil echt düstere Ausmaße an. Kindesentführung, Prostitution, Gewaltverbrechen, alles steht im Raum. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Und das 7. Kapitel heißt jetzt Die Wende. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Mal sehen. Also meine Homies, ich bin jetzt auf die Couch umgezogen. Ich habe jetzt Kapitel 6 beendet. Das heißt, ich bin jetzt ziemlich genau bei der Hälfte. Und es ist voll dark geworden. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es in diese Richtung geht. Ich dachte, es geht vielleicht um so ein Mädchen, das in die Stadt zieht oder in der Stadt lebt. Und keine Ahnung, irgendwas passiert. Aber diese Bergsteige-Sache am Anfang, da konnte ich es mir noch gar nicht vorstellen. Jetzt suchen wir immer noch nach dieser Megumi, nach dem Hauptcharakter, nach dem Mädchen im Prinzip. Aber kommen dann immer mehr Verstrickungen. Auf einmal ist Kinderprostitution Thema und immer zwielichtigere Gestalten tauchen auf und dieses ganze Geheimnis, was da Megumi und unseren Hauptcharakter, ich weiß gar nicht, wie der Boy heißt, ihr Onkel, der Freund ihres Vaters umgibt und die Mutter, dieses Dreiecksgespann im Prinzip, also wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er der Vater ist, der Leibliche, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze endet und wo das hinführt. Ich hoffe einfach, dem Mädel geht's gut. Alles andere würde mich sehr traurig machen. Lesen wir mal weiter. Wir hören uns dann am Ende nochmal kurz, bevor es dann in die Diskussion mit Lazar geht. So, ich bin durch und gleich vorneweg, mich hat dieses Buch sehr überzeugt. Es ist zwar eine Kurzgeschichte, dennoch fühlt man mit den Charakteren von Anfang an mit, allen voran der Hauptcharakter, Shiga, der gefiel mir besonders gut. Der Spannungsbogen wurde auch konstant aufrechterhalten, ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Um genau zu sein, sitze ich an Ort und Stelle, seit ich dieses Video aufnehme und habe es nicht einmal aus der Hand gelegt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich frage mich, wie Oro es findet, aber ich vermute stark, dass es ihm auch sehr gut gefällt. Inzwischen ist es abends, letzter Location-Wechsel, ich bin tatsächlich durch. Ich war noch im Kino mit meiner Familie, haben den Super Mario-Film geschaut und was soll ich sagen, es ist einfach ein schöner Krimi geworden. Es gab eine Frage, die mir einfach auf der Zunge brennt, die nicht beantwortet wurde, aber da möchte ich gleich mit Lazar drüber reden. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Also, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das Ding überhaupt ein Krimi ist. Vielleicht hätte ich drauf kommen können, hätte ich einfach irgendwie die Inhaltsangabe vorher besser gelesen, keine Ahnung, aber es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Mal gucken, was Lazar sagt. Leute, hier sind wir dann bei der finalen Conclusion mit mir und meinem Homie Lazar. Und wir reden über die Stadt und das Mädchen, das wir jetzt beide im Buddy Read gelesen haben. Ich dachte, wir gehen auf ein paar einzelne Dinge ein. Erstmal der Zeichenstil vielleicht. Das lässt sich relativ schnell abhaken. Das ist eigentlich das gleiche wie mit Yan Wei und ihr Name war Tomoji. Wie fandest du denn, Lazar? Wie war er für dich gezeichnet, das Ding? Ich fand zwar ein bisschen wenig Farbseiten im Vergleich zu Tomoji. Es war wirklich nur am Anfang. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, auf die Farbseiten komme ich gleich. Ich muss aber sagen, grundsätzlich Taniguchis Zeichenstil, er ist ja recht konsistent, man erkennt seinen Stil manga-übergreifend sehr gut, finde ich. Ja. Er ist nicht mein Favorit, was sein Stil angeht. Ich finde, es gibt ausdrucksstärkere Zeichenstile, aber er hat auch seine Stärken, gerade in so Sachen wie Szenerien oder Atmosphäre gefällt er mir sehr gut. Und das ist ja super spannend, dass du das sagst. Ja. Um dich kurz zu unterbrechen, ich habe letztens mit Ontan drüber geredet, dass was wir beide festgestellt haben, ist, Menschen kann er nicht so geil. Also die gefallen uns nicht so super, aber Umgebungen, Atmosphäre, so weißt du, Landschaften, da ist der Typ ungeschlagen, meiner Meinung nach. Das ist ja unfassbar, was der da macht. Aber Menschen könnte besser sein. Ja, ich würde sagen, ich gehe damit. Also Taniguchi ist sehr talentiert oder fähig, die gewünschte Emotion zu erzeugen mit seinen Bildern. Aber von den Designs her an sich, seiner Figuren, die sind auch alle sehr samey, finde ich, auch manga-übergreifend. Aha. Klar, aber
da gefallen mir andere mehr schon. Aber es ist nicht so jetzt wirklich irgendwie schlimm oder so. Ist auch viel Geschmackssache. Ich finde, er zeichnet grundsätzlich sehr gut. Er hat auch gar keine Probleme damit, irgendwie die richtige Perspektive zu wählen. Er macht auch keine anatomischen Fehler jetzt nach meinem Kenntnisstand, irgendwie sowas. Nee, er porträtiert alles genauso, wie er es möchte. So die Stilfrage und die Ausdruckfrage kann man streiten, aber grundsätzlich finde ich es sehr gut. Und auch in diesem Manga fand ich es sehr gut. Was ich tatsächlich cool fände, wären, wie gesagt, mehr Farbseiten gewesen. Einfach, weil ich finde, der hat einen ultra coolen Coloring-Stil. Das sieht man wieder in den ersten Seiten und ja, generell. Aber ich denke, worum es eigentlich geht, Zeichenstil müssen wir gar nicht bei Taniguchi viel bequatschen. Der Manga an sich, die Story. Ich hab's gemerkt in den, das hast du jetzt noch nicht gesehen, aber in den Vlog-Aufnahmen, die ich zusammengeschnitten habe von uns beiden, wir beide waren nach Kapitel so, Nach Kapitel 6 waren wir so, das geht in eine ganz andere Richtung, als ich dachte. Vor allem, das Dumme ist, ich habe ja sogar den Klappentext vorgelesen fürs Intro und habe trotzdem irgendwie, war ich überrascht, weil ich dachte, naja, so keiner. Also, das ist dann wie so ein Krimi gewesen. Also, ich glaube, ich könnte den Manga meiner Mutter geben und die fände den spannend. Was sagst du dazu? Also, ich habe ja nicht mal den Klappentext gelesen. Ich habe einfach nur diesen Manga gehabt, den Titel gelesen, Die Stadt und das Mädchen. Und ich dachte mir, ja, Taniguchi-Style-mäßig vielleicht irgendwie so eine Coming-of-Age-Story oder so. Ja, dachte ich auch. Ich dachte so übers Leben, so mit Philosophie und so. Wie ist es in der Stadt, in der Großstadt aufzuwachsen? Oder vielleicht ziehen sie vom Land in die Stadt. Irgendwie sowas. Ja, dachte ich dachte auch so, als dann das erste Kapitel war mit Bergsteigen, ich dachte so, ach, die lebt in der Stadt, aber die will eigentlich Bergsteigen gehen. Oder sowas, ja. Auf einmal so Kinderprostitution. Auf einmal verschwindet die so okay. Alle möglichen Szenarien, Kindesmisshandlung, Menschenhandel, Prostitution. Ich denke mir so, okay. Was wolltest du sagen? That escalated quickly, wollte ich sagen. Ja, können wir über den großen Elefanten im Raum reden? Ich weiß nicht, ob dich das genauso genervt hat wie mich, aber, also was heißt genervt? Das ist wahrscheinlich Absicht, aber es wird, finde ich, den ganzen Manga über gehintet, dass ihr Onkel, beziehungsweise der beste Freund von ihrem Vater, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, sagt... Warte, bevor du sagst, du hattest den Verdacht, dass der beste Freund von ihrem Vater der eigentliche Vater ist. Ja! Ich hab's auch gedacht. Das wird aber auch gehintert. Gleich im ersten Kapitel sagt sie so, bist du eigentlich mein Vater? Mhm. Und auch du siehst ja, der hatte ja mal eine Beziehung mit der Mutter anscheinend, die er aber beendet hat, so wie ich das jetzt verstanden habe. Er hat die Beziehung mit der Mutter beendet, weil er das Bergsteigen für sie nicht aufgeben wollte. Und der andere, also der Vater von Megumi, hat dann gesagt, ey, ich gebe das Bergsteigen für dich auf. Hat's dann aber nicht gemacht. So, und dann war der ja angepisst auf den, so, weißt du? So hab ich's verstanden. Ich weiß nicht, wie du's verstanden hast. Boah, ich habe das alles in einem Zug durchgelesen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich eine Beziehung hatten oder ob er nur was von ihr wollte. Ich erinnere mich nicht mehr. Ja, das wurde halt nicht ganz beantwortet. Nee, aber sie hat auch immer wieder versucht, so zu ihm anzubändeln. Natürlich, einerseits hat sie ihre Tochter, sie hat sich Sorgen gemacht, vielleicht lag es auch nicht daran. Aber ich weiß nicht, für mich stand es die ganze Zeit im Raum, dass er der Vater ist, weil er sich auch so krass um sie gekümmert hat. Digga, der ist ein Haus hochgeklettert, aber auf Bergsteigerstil. Und die Sache ist, Alter, diese Geschichte hat so viele Twists angenommen, die ins Düstere abdrifteten. Da hat eigentlich nur noch dieser Plot-Twist gefehlt. So, er war die ganze Zeit der Vater. Aber war geil mit den Twists, oder? Ich fand tatsächlich, ich hab wirklich so, du hast in deinen Vlog-Aufnahmen dieses eine Kapitel gezeigt, die Wende. Mhm. Und das Lustige ist, jedes Kapitel hätte gefühlt die Wende heißen können, weil es ist immer irgendwas passiert, so dass auf einmal, was mich so richtig, richtig weggehauen hat, war wie so mittendrin die eine Freundin, mit der Megumi abgehangen hat, mit der sie da immer im Nachtleben unterwegs war und so, wie die so casual nebenbei sagt, ja, die hatte auch Freier, die hat sich auch prostituiert und so. Ich dachte so, können wir doch mal darüber reden? Richtig verrückt, ja. Hab mich auch gewundert. Deswegen war ich auch so überrascht. So, okay. Nicht nur driftet die Geschichte in eine ganz andere Richtung ab als erwartet, sondern die hören auch nicht auf. Es wird immer schlimmer. Aber ey, fandest du auch, dass das eigentlich ein voll geiler Climax war? Also, ich habe ja Gipfel der Götter gelesen und du merkst, Taniguchi liebt einfach Bergsteigen. Der bringt immer sehr viel von sich selbst in Mangas rein. So Bergsteigen, Jagen, das ist alles so, was ihn auch privat interessiert. Aber fandest du auch, dass dieser Climax voll geil war, dass er da quasi versucht, dieses Firmengebäude hochzuklettern mit Bergsteigausrüstung? Das ist schon cool, oder? Ich fand, das war ein guter Höhepunkt. No pun intended. Ja. Aber... das meine ich. Taniguchi kann das sehr gut porträtieren und rüberbringen. Und
er hat es sehr glaubwürdig dargestellt, dass ein Typ einfach einen Wolkenkratzer hochklettert. Man ja. merkt auch, der Typ... Das hätte ich gerne animiert gesehen. Ich glaube, das wäre ein cooler Film. Der Mangaka hat echt Erfahrung auf diesem Gebiet. Und da wollte ich dich fragen, weißt du zufällig, ob die Stadt und das Mädchen vor oder nach Gipfel der Götter kam? Boah, das weiß ich gar nicht, aber ich find's raus und währenddessen redest du einfach über irgendwas anderes, was dir an dem Manga toll gefallen hat und wir überspringen, dass ich das gerade nebenbei google. Nee, daran habe ich gedacht, als ich den Manga zu Ende gelesen habe. Eigentlich schon, als ich ihn angefangen habe, weil da ging's ja auch ums Bergsteigen und den Rest des Buches. Das ist interessant! Ich hab's rausgefunden. Okay. Die Stadt und das Mädchen war das Werk, das genau vor Gipfel der Götter erschienen ist. Ich dachte es mir. Das ist wirklich, da merkst du richtig die Influence, weil wenn du mal, ich weiß nicht, ob du schon den Gipfel der Götter reingeblättert hast oder mal irgendwie geguckt hast, bei meiner Review vielleicht gesehen hast. Der Hauptcharakter aus Gipfel der Götter sieht genau aus wie der Typ aus Stadt und das Mädchen. Nur mit 10 Kilo mehr. Das ist richtig absurd. Ich dachte mir, vielleicht hat er durch diesen Manga, die Stadt und das Mädchen, irgendwie die Idee bekommen, einen richtigen Bergsteiger-Manga zu machen, der dann später Gipfel der Götter war. Ich habe mir schon gedacht, dass da vielleicht irgendwas zusammenhängt. Sein. Er hat ja vor allem noch mehr. Er hat noch, ich glaube, der Mann im Eis oder so heißt der. Also das ist auch nochmal, der Typ liebt Bergsteigen. Also das ist auch nochmal spannend. Und was mich tatsächlich interessieren würde, das Ding bei Taniguchi, was ihn so spannend macht, ist, der hat sein erstes Ding 1972 veröffentlicht. Ne? Und sein letztes dann 2014, so Gott hab ihn selig. Und ich denke mir, das sind ja über 30 Jahre, 35 Jahre, fast 40, sind sogar 40 Jahre, einfach Mangas, die er released hat. So, du kannst ihn richtig beobachten. Ist so, das finde ich eigentlich mega spannend. So, ne? Wenn ich jetzt mal gucke, der neueste Manga, den er tatsächlich released hat, also der aktuellste, der bei uns auch rausgekommen ist, war Die Wächter des Louvre 2014 und Venedig 2017 ist der bei Carlsen rausgekommen tatsächlich. Der wird tatsächlich auch ganz interessant, weil mich würde echt mal so ein Late-Work von Taniguchi interessieren. Weil ich finde das so spannend, dass er auch in Tomoji, das war das letzte Werk, was ich ja gelesen habe mit Yan Wei, hat er gesagt, hey, die Geschichte ist ein bisschen ruhiger, aber schieben wir es einfach mal aufs Alter. So, weißt du, dann denke ich mir, ja, du merkst schon, so 15 Jahre vorher hat er halt noch sowas wie Gipfel der Götter gemacht, was wirklich, das musst du lesen, Lazar. Das ist, Habe ich vor, du hast mir Heißhunger drauf gemacht. Glaub mir, das wird dir übertrieben taugen. Wenn du möchtest, besorge ich dir den günstiger, aber dazu nach der Aufnahme. Okay. Aber ich kann was regeln, ich bin dein Taniguchi-Dealer. Die Deals kommen danach, okay, alles gut, machen wir. Die Deals kommen danach, ja. Aber hast du jetzt in nächster Zeit vielleicht vor, mehr Taniguchi zu lesen? Hat das Werk dich nochmal eher näher an den Mangaka gebracht? Du kanntest ja auch schon Sachen vorher. Oder wie siehst du das? Ich kannte das einfach einige Werke zuvor schon, habe ich auch im Video gezeigt. Es gibt ein bestimmtes Werk, was ich die ganze Zeit lesen will. Das ist aber auch so ein vergriffener Manga, den musst du überall suchen. Und, wie heißt es denn? Der Manga heißt Die Sicht der Dinge. Der hat mich sehr interessiert. Das kenne ich gar nicht. Nee, ich kenne es auch nicht wirklich. Also die Prämisse habe ich mir nur sehr grob durchgelesen, aber es hat mich sehr angesprochen und ist anscheinend einer seiner angepriesereneren Manga. Oh, ist wirklich... Ah, ist vergriffen. Scheiße. Ja, ist vergriffen. Aber den wollte ich mir noch ansehen. Werde ich irgendwann. Was ich mega spannend fand, war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß. Boah, irgendwo hatte ich es noch erwähnt. Es war irgendwas mit Himmel oder so heißt der. Und auf dem Cover ist so ein Typ auf dem Motorrad mit einem Riesenkopf. Und in dem Manga geht es im Prinzip drum, dass zwei Dudes einen Unfall bauen, Motorradfahrer und irgendwie so ein anderer. Und die sterben dann quasi, aber der eine lebt quasi weiter im Körper vom anderen. Junge, und kann, das ist auch so voll verrückt, oder? Ich glaube, der Mann hat so viel verrückte, verschiedene Sachen. Ja. Du weißt bei Taniguchi einfach nicht, ist das jetzt Slice of Life? Macht er jetzt irgendwie... Was macht er? Ja. So, es ist nie, was du erwartest. Finde ich aber gut. Er ist so ein... Bis in den Himmel heißt er. Bis in den Himmel. Ach so, ja. Er ist so ein variabler Mangaka. Er hat so viele verschiedene Sachen gemacht. Und das über Jahrzehnte hinweg, wie du vorhin schon meintest... Ja. Eigentlich ist er voll ein Mangaka-Urgestein, einer der Mangaka-Superstars in Japan. In Deutschland kam der nie an, deswegen finde ich es auch so gut, dass du den jetzt mal behandelst. Ich versuche ihn wirklich komplett durchzupushen, ne? Du siehst, dieses Format, du siehst, dieses Format, das hat ja, dieses Buchclub-Format, das hat ja richtig Potenzial, finde ich. Also ich finde, das ist wirklich eine geile Idee auch von mir so und auch wie du mitmachst und wie andere mitmachen so. Aber eigentlich, sich für die ersten zwei Folgen direkt Taniguchi zu nehmen, das ist Braindead. Das ist eigentlich Braindead, ja.
mit anderen Titeln hätte ich jetzt irgendwie so ein Blood on the Tracks genommen oder so. Das Ding wäre viel krasser durch die Decke gegangen, weil das sind halt gehypte Sachen. Aber weißt du, Lazar, ich habe mir halt gedacht, Digga, Taniguchi braucht die Aufmerksamkeit. Ich lese ja auch mit Kian, lese ich auch einen Taniguchi in diesem Format. Dann irgendwann die nächsten Wochen. Schriften des Windes heißt der. Oh, cool. Das ist so ein Samurai-Ding. Also, weißt du, das Ding bei Taniguchi ist, der hat so viel Varianz und das finde ich halt geil. Das Ding ist, der hat nicht wirklich diese langen Reihen. Der hat Gipfel der Götter als lange Reihe und ich glaube noch eine. Aber das finde ich halt so cool. Du kannst dir ein Werk kaufen und du bist fertig. So, weißt du, und ja, das finde ich eigentlich nice so. Aber der Mann muss auf die Karte gebracht werden. Und was ich vor allem so cool finde, ist, dass wir fast alles von ihm in Deutschland auch noch haben. Wir haben es halt einfach. Stimmt, und das ist gell? Das ist ein sehr, sehr seltenes seltenes Privileg. Das haben wir bei Asano beispielsweise theoretisch auch, aber halt alles vergriffen. Er ist immer verfügbar fast. So. Fast. Bis auf paar. Ja, deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, Taniguchi wird von Lazar hilft mir dabei, glücklicherweise. Ondan hat mir auch schon ein bisschen geholfen. Der wird auf die Karte gebracht von mir. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ihr lest einen Taniguchi und der kommt nicht so krass bei euch an, ich finde auch, das ist ein Mangaka, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich will jetzt nicht so von oben herab wirken, aber der ist schon eher für reifere oder erwachsenere Menschen. Absolut. Also wenn du so der klassische, weiß nicht, One-Piece-Reader bist, jetzt kein Front an die One-Piece-Reader oder Shonen-Reader an sich, dann fühlst du den vielleicht nicht so, dann findest du den vielleicht ein bisschen langweilig oder vor sich herplätschern. Du musst dich wirklich rantasten, aber das ist ja eben das Gute an Taniguchi, er hat so viele verschiedene Werke, du findest safe irgendwas, was dir gefällt. Ja, findest du auch, dass Taniguchi, das habe ich mit Ondan in der Podcast-Folge auch schon gesagt, der ist so ein Mangaka, ich glaube, den fühlst du am meisten, wenn du den irgendwie draußen auf der Bank oder im Wald oder so liest. Dieser Vibe, den der vermittelt, das ist genau das. Eigentlich ist es scheiße, den in sein Zimmer zu lesen. So er hat ja noch so einen Manga, der heißt Im Jahrtausendwald, den musst du im Wald lesen. Ja, mich interessiert auch, da musst du auf einem Berg lesen. Safe, du musst erstmal Mount Everest besteigen. Ist so, eigentlich Voraussetzung. Aber was mich interessiert, noch zum Ende hin, eine Frage noch an dich. Du hattest im Intro gesagt, du hast, der Himmel ist weiß, die Erde ist blau, oder wie hieß das Ding? Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Ja, das hast du gelesen von ihm? Ja. Das interessiert mich nämlich tatsächlich auch. Wie fandest du das? Gefällt mir sehr gut. Ist, glaube ich, sogar mein Lieblingsmanga bisher von ihm. Bis du natürlich Gipfel der Götter gelesen hast. Das kann gut sein, aber ohne zu viel vorwegzunehmen, eine tolle Liebesgeschichte. Gefällt mir. Ja, gefällt dir auch. Krass. Der gefällt dir auch. Lazar, ihr wisst, Leute, das Ding bei Lazar und mir ist, wir haben so eine andere Synergie. Mhm. Wenn der mir was empfiehlt, es gefällt mir eigentlich immer. Es war bis jetzt noch nie nicht so. Und so, ich denke, wenn ich ihm was empfehle, wird es genauso sein. Manchmal mir nicht vorstellen, dass es ihm nicht taugt. Manchmal hast du probiert, mich in Frage zu stellen, aber dann wird es schon wieder. Ja, ich bin auch immer noch unsicher wegen Yotsuba. Da stelle ich auch noch in Frage. Aber kannst du gerne machen. Sehen wir dann. Quatsch mal auch über den Manga. Quatschen wir auch über den Manga. Mit Lazar wird auf jeden Fall in Zukunft noch mehr kommen und ich freue mich auf jeden Fall. Danke, dass du Gast warst, Mann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in Zukunft könnt ihr euch noch auf mehr Content von Lazar und mir freuen. Ich hoffe, der startet bald mal seinen eigenen YouTube-Channel. Wenn nicht, checkt ihn in der Beschreibung auf TikTok ab. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte äußern? Leute. Ach nein. Okay, ich sag's nicht. Alles gut. Ich sag's für dich. Einmal. Leute, lest Magi. Nee, ja, aber grundsätzlich wollte ich sagen, Leute, haltet Ausschau, es gibt so viele tolle Manga. Schaut euch das Format, den Manga-Buchclub von Saura an. Ich habe schon eine Idee, welche Manga er vorstellen wird. So viele coole Sachen, die wenig Leute kennen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich bin auch sehr froh, dass ich dabei sein durfte. Und bin's auch gerne wieder, und keine das Ahnung, wenn es. Ja, nicht, eine Folge heißt ja nicht nie wieder. Du eine Folge gerne, heißt ja nicht keine Folge mehr. In Zukunft nur noch Manga-Buchclub mit Lazar, mit keinem anderen mehr. Einfach nur nicht, alle drei Wochen eine Folge mit Lazar. Ja. Okay. Ja. Wir sehen uns jetzt noch in der Endcard, Leute, und ciao. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch super gerne einen Kommentar und ein Like da. Abonnier auch den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast, um keine weiteren Folgen dieses Formats zu verpassen. Oder machst du die Leute, die hier gerade vorbeilaufen und mit 4,99 monatlich den Kanal unterstützen und alle Videos wie dieses hier 24 Stunden eher sehen und jetzt schon zwei exklusive Videos haben. Eins zu meiner Comic-Sammlung und eins zu meinem liebsten Batman-Comic. Danke auf jeden Fall nochmal an meinen Homie Lazar, der am Start war. Checkt auf jeden Fall in der Bio die Links zu seinen Social Medias bzw. zu seinen Kanälen und checkt ihn auch gerne aus. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge dieses Formats. Wir sehen uns. Ciao!